Ja, herzlich willkommen hier zu Steuer mit Kopf, zu einer neuen Folge der Steuererklärung 2019 und was du dazu wissen musst. In dieser Folge sind wir jetzt in der Anlage N und ich gehe mit euch alle vier Seiten des Formulars durch. Ich weiß, es sieht bei mir ein bisschen anders aus, aber ihr könnt natürlich auch eine Steuersoftware verwenden. Einige der Funden, die wir schon getestet haben, findet ihr unten in der Infobox. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuer mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Die Steuererklärung 2019 ist mittlerweile schon voll im Gange. Einige von euch haben sie ja schon abgegeben, einige stehen kurz davor. Viele von euch sind ja auch Studenten bzw. auch Arbeitnehmer und von daher gehen wir jetzt auch sehr intensiv auf die Anlage N ein. Das Wichtigste, was ihr natürlich für die Anlage N braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung. Das ist im Grunde so ein DIN A4-Blatt mit zwei Spalten. Auf der rechten Seite des Papiers ist eine Spalte mit ca. 30 Zeilen, wo dann alle möglichen Kennzeichen, Zahlen und Begriffe drinstehen. Und das ist erstmal das Wichtigste. Die Lohnsteuerbescheinigung müsst ihr nämlich am Anfang einfach mal bloß abtippen. In unserem Fall, wir springen wie gesagt auf meinen Laptop. Da ist es so, das seht ihr jetzt schon wieder hier, ist sehr viel lila überall. Das ist gleich, hier geht's los. Und zwar, diese Daten werden direkt von eurem Arbeitgeber bzw. von der Abrechnungsstelle dann direkt an natürlich hier das Finanzamt übermittelt. Das bedeutet, es ist aber zum einen natürlich hier so, dass nur die Daten auch übernommen werden, die übermittelt werden. Sollte es zu einem Fehler kommen, dann muss das über die Lohnabrechnung korrigiert werden. In dem Zusammenhang ist es so, dass diese Daten muss man grundsätzlich nicht mehr ausfüllen. Ihr seht vor allem auch hier schon mal, hier gibt es natürlich die einzelnen Bruttoarbeitslohn, Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ähnliches. Diese Zeilen und diese müsst ihr im Grunde dann ganz einfach abtippen aus eurer Lohnsteuerbescheinigung. Hier sind natürlich dann auch so Sachen wie Steuervergünstigungen für Versorgungsbezüge, deswegen gehe ich jetzt in dem Zusammenhang nicht ganz so tief hier drauf ein, weil diese Daten sehr leicht abzutippen sind und sowieso beim Finanzamt dann sollten sie falsch ausgefüllt sein, von der anderen Version übernommen werden. Wichtig ist aber natürlich auch, aktuelles Umfeld ist ja so, dass es hier sehr kritisch wird, wie zum Beispiel Lohnsteuer, Lohnersatzleistungen, Kurzarbeitergeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, aber natürlich auch Verdienstausfallentschädigungen und natürlich auch sonstige Leistungen, die hier geleistet worden sind, sind hiermit anzugeben. Das ist ja aktuellen Thema. Seit Mitte März ist es ja so, dass hier natürlich jetzt das Kurzarbeitergeld, die Beschränkungen ja sehr stark nach unten reduziert worden sind, um einen leichteren Einstieg zu nehmen. Die Anlage aus hier in der Mitte, da gehen wir nicht drauf ein, denn das ist ein Thema, das sehr speziell ist. Ich möchte mich aber auch in dem Zusammenhang nicht so lange mit den Daten hier beschäftigen, die ja hier in dem Zusammenhang sowieso übermittelt werden. Das heißt, selbst wenn ihr hier falsche Zahlen eintragt, dann werden die sowieso vom Finanzamt durch die, sag ich mal, richtigen Zahlen ersetzt. Sondern mir geht es wirklich um die Seite 2, denn hier geht es dann wirklich los mit dem, was für euch wichtig ist und das ist das Thema der Werbungskosten. Bei eurem Lohn könnt ihr natürlich über bestimmte Sachen natürlich ein bisschen Steuern sparen, durch steuerfreie Zusatzleistungen und ähnliches, die euch der Arbeitgeber gewährt. Was ihr aber nicht könnt, ist hier direkt Einfluss drauf nehmen durch Steuergestaltung, wie es jetzt zum Beispiel ein Unternehmer könnte. Hier gehen wir aber direkt los mit den Werbungskosten und zwar hier direkt dann im Grunde mit den Wegen zwischen Wohnung und erste Tätigkeitsstätte. Also hier ist immer das Thema, dass ihr normalerweise, also im Normalfall, einen täglichen Arbeitsplatz habt, wo ihr jeden Tag in der Früh von zu Hause bis in die Arbeit fahrt. Das ist eure erste Tätigkeitsstätte. In einigen Situationen kann es sein, dass ihr natürlich eine abweichende erste Tätigkeit habt, weil natürlich das zum Beispiel vertraglich vereinbart ist oder weil ihr zum Beispiel längere Zeit jetzt auswärts seid. Da gibt es wie gesagt auch wieder Sonderfälle, aber auf die möchte ich jetzt in der Einfachheit nicht eingehen. Ihr müsst hier auf jeden Fall angeben, von wann bis wann ihr bei dieser Tätigkeitsstätte wart. Im Normalfall sind es hier 230 Tage, die hier steuerlich geltend gemacht werden können in Summe, wo man natürlich dann hier unten, dann wäre in der Zeile 35. Hier oben ist es einfach bloß die Adresse, die ihr eintragt, von wann bis wann ihr dort gearbeitet habt. Wenn ihr das ganze Jahr da gearbeitet habt, 1.1. bis 31.12. Dann Arbeitstage je Woche, klassisch 5. Urlaubstage könnt ihr auch eintragen und dann hier im Grunde laut Zeile 31 und dann natürlich angeben, okay. Okay, es war hier wie gesagt an 230 Tagen, das ist so der Durchschnitt jetzt, der von den Finanzämtern auch anerkannt wird. Einfache Entfernung, das bedeutet hier ist entscheidend nur der Hinweg, also im Grunde nicht hin und zurück. Zum Beispiel, wenn ihr täglich zur Arbeit habt, 15 Kilometer hin und dann nochmal 15 Kilometer zurück, dann könnt ihr nicht 30 reinschreiben, sondern es ist die einfache Entfernung. Also der Hinweg zum Beispiel, die 15 Kilometer, können hier steuerlich geltend gemacht werden.
Hier müsst ihr, wie gesagt, dann die Entfernung eingeben. Das wird dann natürlich umgerechnet hier dann über die, das, was ihr dann im Grunde mit den 30 Cent verrechnet. Also könnt ihr hier 15 mal 30 Cent und das im Grunde mal 230 rechnen. Dann habt ihr hier im Grunde, sage ich mal, das, was dann zusammenkommt. Es kann natürlich auch sein, wenn ihr zum Beispiel mehrere Tätigkeitsstätten unterjährig hattet, dann könnt ihr hier auch mehrere unterschiedliche Fahrtkilometer natürlich angeben. Bei den meisten Steuersoftwaren ist es mittlerweile auch so, also die ich mir angeschaut habe, da kann man teilweise auch hier, wie gesagt, hier weitere Zeilen hinzufügen oder auch mehrere Lohnsteuerbescheinigungen mit hinzufügen, damit das dann auch zugeordnet werden kann. Ein Punkt ist mittlerweile, auch viele Arbeitgeber erstatten natürlich dann hier teilweise Fahrtkosten. Das ist steuerfrei, wird aber dann im Grunde hier dann gekürzt. Bedeutet, dass zum Beispiel hier ein Teil eurer Werbungskosten nicht geltend gemacht wird, denn auch das wird übermittelt und das weiß das Finanzamt auch. Und hier kann es zum Beispiel sein, klassischer Fall ist mittlerweile so, dass man sagt, 20 Cent bis 24 Cent wird dann im Grunde vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet und die 6 Cent, die sozusagen, oder 10 Cent, je nachdem, sind natürlich dann die Differenz, die ihr dann selbst noch als Werbungskosten geltend machen könnt. Beiträge zu Berufsverbänden ist klassisch hier, sage ich mal, Steuerberater, Lehrer, aber natürlich auch andere Personen, die jetzt zum Beispiel hier bei Berufsverbänden sind, IG Metall und Ähnliches. Auch das könnt ihr hier steuerlich geltend machen, nämlich wenn ihr das hier einträgt bei den Beiträgen zu Berufsverbänden. Aufwendungen für Arbeitsmittel. Eine wichtige Anmerkung an dieser Stelle, diese ganzen Sachen gelten natürlich auch für die Studenten. Da habe ich schon mal ein Video, sehr ausführliches, mit der Steuersoftware-Test dazu gemacht. Das gilt, wie gesagt, auch hier mit den Werbungskosten für Studenten. Aufwendung Arbeitsmittel bedeutet natürlich, das können alle möglichen Arbeitsmittel sein, die ihr zum Beispiel braucht, um eure Tätigkeit auszuführen. Mittlerweile ist es so ein leichter Standard geworden, dass 110 Euro hier pauschal vom Finanzamt anerkannt werden als Reinigung, Arbeitskleidung, Büromaterialien und sonstiges. Dann müsst ihr nicht die einzelnen Belege nachbringen. Das wären 110 Euro, die hier pauschal möglich wären. Thema häusliches Arbeitszimmer geht natürlich weiter. Wenn ihr ein Arbeitszimmer habt, klassisch jetzt aktuell auch im aktuellen Umfeld, ja, werden immer mehr Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Da ist es wirklich so, das muss ein abgeschlossener Raum sein. Das heißt, das muss wirklich durch eine Tür getrennt sein. Es gibt dann, sage ich mal, so klassische Arbeitsecken und Ähnliches sind nicht möglich. Und zu dem Bereich, deswegen gehe ich jetzt auch nicht zu viel drauf ein, gibt es sehr viele unterschiedliche Urteile. Das heißt, das ist wirklich immer eine Einzelfallprüfung. Aber ich sage mal so, Arbeitszimmer könnt ihr auf jeden Fall geltend machen. Alle Kosten, die entstehen, wenn es ein komplett abgeschlossener Raum ist. Sprich, ihr habt eine Tür, die ihr zusperren könnt und wo ihr wirklich sagt, okay, da kommt niemand anders rein und da wird auch nicht die Wäsche gewaschen, da wird auch nicht hier irgendwie, ist nicht das Gästezimmer, ist nicht sonstiges Zimmer, sondern da ist es wirklich so, das ist ein reines Arbeitszimmer. Fortbildungskosten, auch das ist ein Thema, was ich immer wieder sehr betone, was auch wirklich für mich immer noch für Arbeitnehmer der wichtigste Steuertipp ist und zwar nicht nur steuerliche Natur, sondern auch für die eigene berufliche Entwicklung. Mit Fortbildungskosten könnt ihr auf der einen Seite Steuern sparen, weil ihr das wirklich zu 100% als Fortbildungskosten hier in der Steuer geltend machen könnt, inklusive Reisekosten, inklusive Verpflegungsmehraufwendungen, inklusive aller Kursgebühren, inklusive sogar Hotelkosten und so weiter und so fort. Da könnt ihr wirklich das volle Programm geltend machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habt ihr den riesen Vorteil, ihr erhöht dadurch euren Mehrwert, den ihr dem Unternehmen, für das ihr arbeitet, bringt. Sei es natürlich dann mehr, ja, sag ich mal, Bildungsstand bzw. bessere Seminare, die ihr besucht habt, umso besser ist natürlich dann auch euer Bruttoeinkommen in der Folge. Gehen wir weiter mit den Werbungskosten. Hier ist natürlich so, das kann alles sein. Klassiker, die hier natürlich mit reinkommen, sind zum einen natürlich die Kontoführungsgebühren von 16 Euro, die Pauschale, dann die 240 Euro, natürlich hier in dem Zusammenhang mit den Telefonkosten, Telefon und Internet und natürlich dann noch weitere Kosten, wie zum Beispiel auch Bewerbungskosten. Gibt es ja hier Berechnungsformeln, habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch auch hier oben. Da könnt ihr dann einfach mal kurz reinschauen. Diese Kosten könnt ihr alle als Werbungskosten geltend machen. Wichtig der Satz ist hier, es muss der im Erhalt, der Sicherung oder dem Erwerb einer Tätigkeit ganz einfach ja, helfen. Es kann natürlich auch sein, dass es sich hierzu ganz einfach darum handelt, dass ihr euren Job ganz einfach behaltet, aber natürlich auch eventuell in eine bessere Position kommt, wie bei den Fortbildungskosten. Aber in dem Zusammenhang ist es wirklich schon so, dass das auch alles als Werbungskosten geltend gemacht werden kann. Gehen wir zu den Reisekosten. Reisekosten könnt ihr, wie gesagt, auch mit den Fortbildungskosten separat dann geltend machen, weil das wirklich dann ein eigener Block ist. Reisekosten bedeutet natürlich dann in dem Zusammenhang, dass ihr für euren Arbeitgeber unterwegs wart. Hier natürlich zum einen die Fahrtkosten sind natürlich hier relevant, aber auf der anderen Seite natürlich auch Verpflegungsmehraufwendung. Verpflegungsmehraufwendung bedeutet, aktuell sind das 12 und 24 Euro fürs Jahr 2019. Die wurden jetzt erhöht im Jahr 2020, aber da gehen wir dann nächstes Jahr dazu. Hier ist es nämlich so, dass ihr, wie gesagt, hier
diese 12 und 24 Euro je Tag, also 12 Euro bei An- und Abreise bzw. mehr als 8 Stunden Abwesenheit geltend machen könnt und 24 Euro für die Tage dazwischen, also wenn ihr volle Tage weg wart. Auch hier wieder wichtig, diese Zahl wird aktuell meines Wissens noch nicht übermittelt, ist zumindest hier auch nicht lila. Dementsprechend ist es so, dass das nicht hier vom Arbeitgeber übermittelt wird. Dementsprechend ist es so, dass natürlich das Finanzamt das nicht weiß. Aber es sollte es natürlich hier zu einer Betriebsprüfung kommen, weil es kommt auch häufiger vor, klassische Lohnsteuer, Außenprüfungen und ähnliches. Und man kommt dann drauf, also das schickt man mittlerweile auch sehr oft Kontrollmitteilungen und kommt drauf, dass ihr hier dann falsche Angaben gemacht habt, dann ist das auch ein Thema für eine Steuerhinterziehung. Gehen wir dann direkt weiter auf Seite 3 und zwar mit den Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung. Das ist ein Thema, was sehr viele immer mehr versuchen, sage ich mal, Lebensmittelpunkt in Stadt 1 und oder zum Beispiel am Dorf draußen klassisch und in der Stadt dann nicht der Lebensmittelpunkt, sondern der doppelte Haushalt, der dann natürlich der kürzeste Weg zur Arbeit ist. Hier ist es wichtig, es muss natürlich hier wirklich auf der einen Seite beim Lebensmittelpunkt wirklich der Lebensmittelpunkt liegen, also Verein, Familie, Freunde, aber natürlich auch Kinder, Frau und sonstiges kann natürlich hier dazu führen, dass ihr dort einen Lebensmittelpunkt habt. Aber ihr müsst natürlich dann auch euch hier finanziell an eurem erst Wohnsitz, sage ich mal, beteiligen, denn, sage ich mal, die klassische Studentensituation ist ja, dass man dass die Eltern die Miete zahlen, man dort drin wohnt, aber man woanders studiert. Das ist dann oftmals ein Problem. Dementsprechend auch hier sich ganz einfach mal an den Kosten beteiligen und dann ist man natürlich ein weiteres Indiz dafür, dass ihr hier, wie gesagt, einen doppelten Haushalt habt und nicht nur hier, sage ich mal, euren vorübergehenden Wohnsitz habt. In dem Zusammenhang ist es auch so, dass es natürlich beruflich veranlasst sein muss. Das kann, wie gesagt, beim Studium der Fall sein, wenn ihr fürs Studium weggeht, weil das Studium 500 Kilometer, gibt es den Studiengang zum Beispiel bloß, den ihr machen wollt, dann ist es so, dass ihr, wie gesagt, dann alle Kosten geltend machen könnt, gedeckelt auf 1.000 Euro, maximal 12.000 Euro pro Jahr für den doppelten Haushalt. Aber dann wirklich inklusive aller Kosten, die dort vor Ort anfallen, also sprich Miete und Sonstiges. Für die Studenten ist das natürlich das super Tool, um hier gleich den Verlustvortrag aufzubauen und dann natürlich beim Einstieg ins Berufsleben Steuern zu sparen. Kommen wir jetzt dann natürlich auch noch zum Thema mit dem eigenen Hausstand. Das habe ich im Grunde schon ganz kurz erklärt. Wichtig ist natürlich, ihr müsst auch begründen, warum ihr euren hauptsächlichen Hausstand habt. Wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel verheiratet seid, Kinder habt, dann ist das klar. Dann ist dort, wo eure Familie ist, ist euer Lebensmittelpunkt. Bei Studenten ist das, wie gesagt, so ein Thema. Aber in dem Zusammenhang ganz einfach hier dann darauf achten, dass ihr, wie gesagt, hier wirklich dann auch euren Lebensmittelpunkt an dieser Stelle habt. Fahrtkosten sind natürlich auch immer so ein heißes Thema in dem Zusammenhang mit denen, die ihr geltend machen könnt. Wichtig ist, dass ihr, wie gesagt, immer das alles notiert. Ich sage es immer wieder, Excel ist hier der beste Freund, um Steuern zu sparen und zwar aus dem einfachen Grund, weil ihr mit einfachen Excel-Listen wirklich alles aufzeichnen könnt. Auch zum Beispiel iCal, also sprich, wenn ihr hier nehmt, einen Kalender, ist wirklich super. Also ich sage auch meinen Mandanten, die ich betreue, sage ich immer, liebe Leute, nutzt euren Kalender zum Steuern sparen und tragt dort wirklich alles ein. Ich mache es bei mir zum Beispiel genauso, alle Reisen und alle Termine, die ich habe, sind in meinem Kalender gespeichert. Das heißt, dort ist wirklich alles drin, inklusive Adresse, inklusive natürlich Telefonnummern, alles, was dort dazugehört und dann auch die Verlinkungen jeweils zu den Bestätigungen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Bestätigungen noch da für die Seminare und Ähnliches habe, dann findet man dort alles da drin. Und dann gehe ich am Ende des Jahres, also es war jetzt erst im Februar, bin ich das alles durchgegangen, habe das alles durchgeschaut und gesagt, okay, da war ich jetzt im Februar 2019 zum Beispiel, da war ich im März 2019, da war ich im Dezember 2019 und habe mir dann das alles zusammengetragen, dann natürlich je nach Einkunftsart in meine selbstständige Tätigkeit, für meine Autorentätigkeit, also für meine Bücher hergenommen oder halt natürlich auch für meine nicht selbstständige Arbeit, die ich ja noch Anfang des letzten Jahres hatte. Und dort habe ich wirklich alles, ja, akribisch kann man sagen, aufbereitet, weil dann mit kann man wirklich am besten Steuern sparen. Dann natürlich, wie gesagt, auch Unterkunftskosten am Ort der ersten Tätigkeitsstätte, auch die könnt ihr natürlich geltend machen und natürlich dann auch hier weiter in dem Zusammenhang die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen, vor allem in den ersten 3 Monaten. Ein Punkt natürlich auch noch, das habe ich jetzt gerade vergessen vorhin hier, und zwar ist es so, ihr könnt auch die Fahrten, Familienheimfahrten hier steuerlich geltend machen, also dann, wenn ihr zu eurer Familie nach Hause fahrt. Und dementsprechend ist auch deswegen der doppelte Haushalt so interessant, weil ihr zum einen die Fahrtkosten geltend machen könnt auf der Seite 2, wo wir vorhin waren, von eurem doppelten Haushalt zum Arbeitgeber. Aber ihr könnt auch die Fahrtkosten geltend machen von eurem doppelten Haushalt zu eurer Familie nach Hause. Und da können natürlich, sagen wir, bei 500 Kilometer zum Beispiel schon einige Summen zusammenkommen, wenn ihr hier wirklich 52 Mal jedes Wochenende nach Hause fahrt.
Wie gesagt, im ersten Zeitraum, 3 Monate lang, könnt ihr hier die Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendung geltend machen. Das sollte man nicht vergessen. Und in dem Zusammenhang natürlich auch Umzugskosten und Ähnliches können hier steuerlich geltend gemacht werden. Voraussetzung natürlich auch hier wieder, solange es der Arbeitgeber nicht steuerfrei erstattet hat. Dann auf der letzten Seite geht es noch kurz zu Werbungskosten in Sonderfällen. Das sind wie gesagt Versorgungsbezüge, aber natürlich Arbeitslohn für mehrere Jahre, was natürlich zurzeit leider auch häufiger vorkommt wieder, ist natürlich Abfindungen und Entlassungen. Auch das wäre hier mit reinzunehmen auf der letzten Seite. Und ansonsten, wie gesagt, mit der Anlage N kann man auch ein bisschen Steuern sparen, aber nur dann, wenn man wirklich alles sauber und akribisch aufzeichnet. In diesem Sinne, das war es für dieses Video Steuern mit Kopf für die Anlage N 20 und 19 und was ich als Steuerberater so dazu zu sagen habe. In diesem Sinne, wenn ihr euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, vergisst doch nicht die Glocke zu drücken und schaut auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.